Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy für die Nintendo Wii. Im letzten Part haben wir die Küche abgeschlossen, beziehungsweise vorerst abgeschlossen. Und nein, ich wollte gar nicht mit dir sprechen, Rosalina. Wir wollten, was habe ich gesagt im letzten Part, den Grünstern holen. Genau, ich habe den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden, Luigi. So, und das war denn der Eierplanet-Galaxie. So, und die Eierplanet-Galaxie war hier im Badezimmer, wenn mich nicht alles täuscht. Deshalb gehen wir jetzt in die Eierplanet-Galaxie und wir gucken uns dieses Foto nochmal genau an, wo genau das ist. Ja, hier auf irgendeinem komischen Haus mit so einer Röhre. Okay. Dann versuchen wir mal, ob wir Luigi befreit bekommen. So, dort wollen wir hinfliegen, genau. Das könnte dieses Haus hier sein, was wir direkt am Anfang sehen. Aber sicher bin ich mir da halt auch nicht. Kriegen wir irgendwas angezeigt? Aha. Gut, wir kriegen auf jeden Fall hier so ein Fragezeichen angezeigt, was bestimmt darauf hindeutet, dass wir... Genau, da oben ist Luigi doch auch schon. Sehr gut. Dann, ja, gehen wir doch direkt mal zu ihm hin. Pow! Alter Schwede. Willst du mich verarschen? Boah, was geht ab? So. Können wir so da hoch? Wohl eher nicht. Shit. Wie kommen wir da hoch? Lesen? Abwesend. Für ewig lange Zeit. Wenn du trotzdem hereinkommen willst, auf der Unterseite findest du eine Röhre. Okay. Dann nehmen wir doch die Röhre auf der Unterseite. Ist es diese hier? Nein, definitiv nicht. Es ist diese orangene Röhre. Wo wir gerade schon hier sind, können wir zumindest ein paar Sternteile hier einsammeln, weil wir haben eh viel zu wenige Sternteile. Hallo, Wii Controller, kannst du bitte... Danke. Also in den äußeren Bereichen ist es gar nicht so einfach mit dem Pointer, tatsächlich. Da bricht er dann öfters mal die Verbindung ab. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Wer weiß, was wir dafür kriegen. Wollen wir das Leben? Nein. Eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir das Leben nicht. Hi, Luigi! Hey, du hast mich wieder gerettet. Auf dich ist eben Verlass. Du willst den Powerstern, oder? Den habe ich gefunden, hier. Das ist gar kein Grünstern. Nun gut. Aber auch diesen Stern nehme ich natürlich herzend gerne an. Vielen Dank, lieber Luigi. Ach so, ich dachte, das sind grüne Sterne, die wir von Luigi kriegen. Naja, dann halt nicht. Du hast einen Stern gehalten, geheimen Stern erhalten. Naja, Planet Galaxy, Luigi im Eiersternhaufen. Neue Bestpunktzahl. Du hast Sternteile zurückgebracht. Okay. Läuft. Läuft. Fängt doch gut an, der Part. So. Dann schauen wir mal kurz auf unsere Sternenkarte, was gerade wo irgendwie abgeht. Aber ich glaube, dass wir jetzt in unsere, ja, in unsere neue Kuppel gehen werden. Irgendwo Komet. Ist das ein Komet? Das ist ein Komet. Nun gut, dann gehen wir doch nochmal in die Küche, um den Kometen zu machen. Warum bleibst du denn da hängen? Ach Leute, mein Auto, das habe ich glaube ich in Mass Effect erzählt, ist nach 3 Tagen immer noch nicht fertig mit der Reparatur. Ich fasse es nicht. Ich habe das Auto dahin gebracht zur Inspektion. Da machen die eine Probefahrt und da geht gar nichts mehr. Das Ding gibt kein bisschen Gas mehr. So eine Scheiße. Ja, und jetzt mussten die das Auto sogar zu Skoda bringen. Also ich fahre einen Skoda Fabia von 2002. Jetzt mussten die das Auto zu Skoda abschleppen, weil die keine Ahnung mehr hatten, was die machen sollen. Und ja, Skoda ist jetzt den ganzen Tag schon da dran und versucht, mein Auto wieder hinzukriegen. Aber es passiert nichts und ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Ich brauche 5 Millionen YouTube-Abonnenten, dann könnte ich das vielleicht bezahlen. Ey, scheiße. Ich bin mal gespannt, wie teuer das wird. Wir sind von 1000 Euro ausgegangen, aber nicht von keine Ahnung, wie viel 1000 Euro. Scheiße. Yes. Sehe ich das richtig, dass ich diesen komischen Bombenboss jetzt mit einem... Fuck. Das... Oh Gott.
Bei dem habe ich ja letztens schon Probleme gehabt mit 6 Leben. Fuck, 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 fuck. Okay, das werden wir irgendwie schaffen. Komm schon. Bam, 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 bam. So, und dich können wir mit der Wirbelattacke holen. Und Pauz. Super. Erster Treffer, bevor der über... Achso, der kriegt in dem Modus auch gar keine Hände. Okay. Das war schlecht. Da hätte ich schneller von diesen komischen Steinen weggemusst. In die Richtung, bitte. Dom, 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 dom. Das Schlimmste daran ist, dass ich das Auto eigentlich dieses Wochenende gebraucht hätte. Pauz, pauz. Sehr schön. Oh, gib mir Sternenteile. Sehr schön. Bomb. Und Bombs. Sehr schön. So, erste Phase ohne Gegentreffer. Immerhin. Aber schwer wird's ja auch jetzt. Ja, und das kotzt mich so an. Ich würde echt gerne wissen, was die mit meinem Auto gemacht haben. Das funktionierte so gut. Das hatte... Ja, ein paar Verschleißteile waren halt im Arsch. Also, der rechte Stoß... Fuck. Den Stein habe ich zu spät gesehen. Nun gut, machen wir es halt nochmal. Ich erzähle einfach mal weiter. Irgendwann werden wir es doch schaffen. Der rechte Stoßdämpfer vorne war halt nicht mehr so ganz der neueste. Der war halt 13 Jahre alt. Dann waren da halt Stabilisationsstangen und der Auspuff hat ein bisschen geterzt. Also, der war ein bisschen sehr laut. Bam, bam. Hat das jetzt als 2 Treffer gezählt? Ich glaube, ja. So. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das Auto geht nicht mehr. Es war halt laut und hat ein bisschen Krach gemacht. Und Bombs. Ah, die, ich kann die nicht mehr aufheben. Manu, komm her. Brau, 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 brau. Nee! Komm, mach kaputt. Danke. So. Ja. Und das ist mega kacke, weil eigentlich wollte ich dieses Wochenende mit Sandra, also meiner Freundin, irgendwie nach Belgien fahren, so in so einen Naturpark und da einen schönen Tag verbringen, weil wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr zusammen sind. Und, ja, scheiße, ist nicht. Wird nicht funktionieren. Mein prinzipiell. Wow. Was? Das gibt's doch nicht. Ja, prinzipiell ist das halt nicht so schlimm, bis auf dass wir halt jetzt morgen dann in die Eifel mit einem Haufen Gepäck fahren müssen. also wahrscheinlich mit 2 großen Reisetaschen und 2 Rucksäcken. Ist das nicht so tragisch, aber das kotzt mich halt trotzdem an, weil es eigentlich nur so kleine Routine Reparaturen und Inspektionen sein sollte. Und dann kommt halt sowas. Das ist so unnötig. Oh, falsche Richtung. Okay. Ja. Und ich hoffe, dass man mir das nicht alles in Rechnung stellt, die ganze Fehlersuche und so, weil Skoda ist jetzt wohl irgendwie am Durchmessen und am Durchmessen, aber die haben halt auch nicht so die Ahnung, was das jetzt genau ist. Irgendwas mit Drosselklappe wurde mir gesagt, ja, keine Ahnung. Ich habe mir mal durchgelesen, was das Ding macht, also es steuert halt den Luft- und Benzinfluss in den Motor. Aber, hallo? Ich hätte mein Auto gerne wieder. Und nächste Woche wollte ich eigentlich auf ein Festival fahren und dafür brauche ich das Auto auf jeden Fall. Weil die 2, mit denen ich fahre, die haben kein Auto und deshalb wollte ich halt fahren. Und ich habe eh halt ein Kombi und so. Und es ist alles echt beschissen gerade. Nein! Okay, okay, okay. So. Also das Schlimmste hieran sind echt die Hände. Ach, verdammte Kacke. Ja, genau, mach die Steine kaputt. Das finde ich voll super. So. Also wir müssen definitiv mit auf die Hände aufpassen. Komm schon.
Okay. Und? Nein! Hä? Du solltest ihn treffen, verdammt. Nein, jetzt sind beide Hände weg. Ja. Jetzt sind beide Hände weg, aber... die kommen doch gleich wieder. Das gibt's doch nicht. Dieser Risikokomet ist echt scheiße. Aber ich will den schaffen. Zumal wir echt im Moment eine Menge Sternteile angesammelt haben und es sich echt lohnt. Pauz. Wenn man diese scheiß Sequenz mal überspringen könnte. Oder wenigstens in der zweiten Phase anfangen könnte. Das wäre schon echt super. Nun gut, ja. Genug über mein Auto aufgeregt. Gestern war Nintendo Direct. Also wir haben heute, beziehungsweise heute Nacht war Nintendo Direct. Wir haben den 2. April heute. Oh nee. Oh nee, das war da. Wir haben den 2. April. Und heute Nacht um 0 Uhr war eine Nintendo Direct zum Thema Wii U und 3DS. Und... ein paar sehr interessante Sachen sind dabei rumgekommen. Zum Beispiel endlich Virtual Console N64. Habe ich Ewigkeiten drauf gewartet. Habe ich bei der Wii schon drauf gewartet mit Donkey Kong 64. Dann habe ich's Let's Played auf dem Nintendo 64. Und jetzt kommt Donkey Kong 64 in der Virtual Console auf 1080p auf der Wii U. Mein... Donkey Kong 64 war in meinem Let's Play auch 1080p, ich glaube sogar 1440p. Aber natürlich hochskaliert von 576i. Quasi von der vom SVHS-Ausgang vom N64 halt. Und das ist natürlich qualitativ eine ganz andere Kiste. Scheiße. Wie wenn ich... hoppala! Scheißendreck, das war so eng. Komm schon, gib mir Steine. Ja, Steine sind gut. Aber nur ein schwarzer Stein dabei, verdammt. Pauz! Oh. Rechte Hand kaputt, okay. Jetzt die linke Hand, also der schleudert die Geister ja immer rechts rum. Nein! Das gibt's doch nicht! Er schleudert die Geister ja immer rechts rum. Das heißt, die linke Hand ist gar nicht so tragisch, wollte ich gerade sagen. Und dann erwischt die uns voll im Gesicht. Es ist echt unfassbar. Wenn wir wenigstens einmal getroffen werden würden, dürften. So, bam, bam. Ins Gesicht. Und nochmal ins Gesicht. So wie ich mich kenne, würde ich wahrscheinlich auch nochmal in dieser Phase getroffen werden. Okay, immerhin, die erste Phase kriege ich ja mittlerweile echt schnell hin. Es hängt halt wirklich alles an dieser zweiten Scheißphase mit dem, mit den Händen. Das ist zum Kotzen. Und wir müssen... was? Seit wann macht er das denn direkt am Anfang? Na, da freut man sich, ist kurz abgelenkt und dann kommt sowas. Ja, geil. Gleich sehen wir wahrscheinlich unser erstes Game Over. Nichtsdestotrotz, ich werde das so lange machen, bis wir das Ziel geschafft haben. Ja, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel Zeit dafür habe. Naja, gut. Passiert halt. Was wollte ich sagen? Genau. Bam, bam. Sehr schön. Wow, 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 wow. Wow. Magst du jetzt wieder Steine werfen? Dankeschön. Finde ich super kollegial von dir.
Hopp, 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 hopp. Bautz. Lass mich. Lass mich einfach in Ruhe, Kollege. So. Und komm schon. Danke. Ja. Genau. Und Nintendo DS gibt es jetzt auch Virtual Console. Allerdings haben mich da die Spiele jetzt erstmal nicht so gereizt. Außer Yoshi's Island DS. Da überlege ich tatsächlich, mir das zu holen. Und vielleicht ist es sogar zu Let's Playen. Aber jetzt hat er schon wieder mit der rechten Hand angefangen. Vielleicht habe ich es eben wirklich verkackt einfach. Aber richtig hart verkackt. Sehr schön, ein Leben. Nein. Wirklich. Ja, Nintendo DS Virtual Console. Yoshi's Island DS. Bin ich gespannt? Habe ich nie gespielt? Ich habe tatsächlich nur den ersten Teil für den Super Nintendo gespielt. Das für ein New Yoshi's Island für den 3DS war ja wohl totaler Reinfall, so wie ich gehört habe. Das habe ich ja selber nicht gespielt, aber auch das für den DS, das wurde nicht so niedergemacht wie New Yoshi's Island. Von daher wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Leck mich. Mit deinen Steinen kriegst du gar nichts hin. Komm schon. Nein. Ja komm, trefft euch gegenseitig. Das hat keinen Sinn so. Was geht denn jetzt hier ab? Leute. Oh. Was? Das geht? Nun gut, nun gut. Ja, das hat mich eigentlich am meisten geflasht in der Nintendo Direct. Ich war mir eigentlich, Jan Yoshi, beziehungsweise Yoshi's Woolly World wurde angekündigt, diesmal mit Datum. Ja, angekündigt war es ja schon lange, nur halt nie mit Datum. Gut, erstes Quartal, wie ursprünglich mal gesagt, schaffen sie nicht mehr. Es ist jetzt terminiert irgendwann im Juni. Kommt, trefft euch gegen. Oh, okay. Ich wollte sie gerade sich gegenseitig treffen lassen. Irgendwann im Juni. Ja, kommt. Vielleicht als Release Let's Play. Hätte ich Bock. Hätte ich wirklich Bock drauf. Gucken, ob ich das hinkriege. Ja, wäre cool. Wäre cool, auf jeden Fall. So. Jetzt wollen wir aber mal gucken, dass wir hier diesen scheiß Gegner hinkriegen. So. Das war auch wieder echt mega knapp. Komm. Sehr schön. Lass mich einfach in Ruhe. Schmeiß mir Steine. Nicht so richtige Steine. Ja, genau sowas will ich. Und tschüss. Ich hau ab. Bam! In die Fresse. Cool. Ja, okay. Rechte Hand ist auch weg. Ist die Frage, ob uns das gerade hilft. Wir müssen ihn aber nur noch einmal treffen. So. Nein! So ein Mist. Das hätte fast klappen können. Jetzt hat er leider seine zweite Hand wieder. Das ist unpraktisch. Es hätte wirklich beinahe geklappt. Okay, wir gehen nach links. Da haben wir mehr Platz. Ja, sehr schön. Und? Nein! Nein! Da war noch Hand. Sehr schön. Komm schon. Jawohl. Geht doch. Geht doch. Ohne Scheiß, ich hätte es sonst danach einfach offscreen gemacht. Oh Mann. Puh.
Unfassbar, unfassbar. Na gut. Immerhin 200 Sternenteile. Läuft bei mir. Okay, sehr geil. Kennt ihr das? Man will irgendwas abbrechen und dann klappt es. Ich hätte vorher schon sagen müssen, ich breche ab. Okay, gut. Damit hätten wir einen wunderschönen Part mit 20 Minuten. Und wir haben wieder eine Viertelstunde an diesem scheiß Boss gehangen. Dreck, echt Dreck. Nun gut. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wo ist das denn hier? Achso. Gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich guck mal, ob der Post-Toad hier ist, genau, der uns ein paar Leben bringt. Das ist immer wieder schön. Ja, die nehme ich natürlich an. Ja, gib her. Und, ja, gut, dann sehen wir uns in alter Frische im nächsten Part wieder. Hoffe ich doch. Also von meiner Seite auf jeden Fall. Und ja, dann danke ich euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, sage ich, keep gaming und ciao.